Im Januar 2020 durfte ich in Zusammenarbeit mit der SLUB hier im Viktor-Klemperer-Saal in Dresden eine Vortragsreihe beginnen über vergessene Dresdner Schriftstellerinnen. Ich hatte mich schon länger mit diesem Thema beschäftigt, da mir als Schriftstellerin heute in Dresden irgendwann auffiel, es gibt in unserem kulturellen Gedächtnis keine Frauen. Und da dachte ich mir, das kann irgendwie nicht sein. Also habe ich ein bisschen geforscht und bin dann relativ schnell auf fünf verschiedene Schriftstellerinnen gekommen aus einem Zeitraum von grob gefasst 100 Jahren, also Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 21. Und aufgrund dieser Recherche entstand dann die Idee zu dieser Vortragsreihe. Zwei Veranstaltungen haben schon stattgefunden, einmal über Johanna Marie Lankau, die bis 1921 gelebt hat, und über Auguste Lazar, die bis 1970 gelebt hat. Jetzt möchte ich Annemarie Reinhardt vorstellen. Sie ist eine Dresdner Schriftstellerin, ich glaube, nie wirklich groß aus Dresden herausgekommen, 1921 geboren und 1976 verstorben. Sie hat die Kindheit und Oberschule hier in Dresden erlebt, dann eine Lehre als Damenschneiderin absolviert und nach 1945 natürlich eben auch in einer extrem schweren gesellschaftlichen Zeit für alle, aber ich glaube für Frauen noch mal besonders, hat sie in Heimarbeit gearbeitet und in dieser Zeit schon hat sie begonnen, sich sehr für politische, kulturpolitische und literarische Arbeit in den Betrieben einzusetzen. Dann ist sie relativ kurz danach freie Schriftstellerin geworden und gleich auch mit ihrem ersten Roman Treibgut, den ich nachher dann noch etwas näher vorstellen möchte, bekannt geworden. Sie ist vielfach ausgezeichnet worden, dann in den folgenden Jahren und Jahrzehnten, unter anderem mit dem Heinrich-Mann-Preis und dem Martin-Andersen-Nexö-Kunstpreis der Stadt Dresden. Ab 1950 war sie im Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR tätig. Sie hat sich Zeit ihres Lebens als Kommunistin bekannt. Also ich nehme an, so viel Informationen habe ich jetzt nicht bekommen, aber ich nehme an, dass gerade diese Kriegserfahrung und Nachkriegserfahrung für sie wirklich lebensprägend war, dort eine Alternative zu suchen, ideologisch und gesellschaftlich. Dieses Bekenntnis hat sie auch besonders verbunden mit der schon erwähnten Auguste Lazar, die auch eine Kommunistin gewesen ist, allerdings schon 1883 geboren, also im Prinzip eine Generation vorher. Beide Schriftstellerinnen waren besonders verbunden und wahrscheinlich auch befreundet, wobei ich das nicht beweisen kann. Auch dazu noch meine Informationen am Ende. Noch einige Werke. Sie hat also verschiedene Romane und Kinderbücher und Jugendbücher geschrieben und auch Erzählbände. 1953 zum Beispiel den Roman Tag im Nebel. 1960 ist ein Erzählungsband erschienen, Sieben Körner Reis, der spielt in China. 1963 hat sie ein Jugendbuch veröffentlicht, Brigitte macht die Probe. Und 1970 erschien ein weiteres Jugendbuch, Flucht aus Hohenwaldau. Und in diesem hat sie das Thema der Euthanasie literarisch gestaltet, wiederum aus der Perspektive einer Jugendlichen, die fast durch Zufall in ein Krankenhaus gerät, wo also unwertes Leben in Anführungszeichen vernichtet werden soll. Ihr gelingt es zu fliehen und sie taucht dann für den Rest der Kriegszeit unter und die ganze Geschichte wird also aus der Perspektive dieser jugendlichen Hauptfigur erzählt, auf eine sehr lebendige und sehr wahrhaftige Weise. Posthum 1980 ist noch ein Kinderbuch erschienen, Ferien beim Rattenfänger. Das ist jetzt nur eine Auswahl, das sind nicht alle. Sie hat ab 1950 gemeinsam mit ihrem Mann in Dresden-Loschwitz gewohnt, der Grunewalder Straße. Sie ist kinderlos geblieben. Und demzufolge gibt es nun auch keine Nachfahren. Und wir haben also auch recherchiert, gibt ansonsten auch keine oder ist uns nicht gelungen, andere Persönlichkeiten zu finden, die mit ihr noch direkt verbunden wären oder gewesen wären. Noch einmal zu
Auguste Lazar. Ich hatte gesagt, die beiden Frauen waren verbunden miteinander und Annemarie Reinhardt hat zum Beispiel eine Laudatio geschrieben zu Auguste Lazars 70. Geburtstag und da heißt es, alle dieser Bücher von Auguste Lazar sind voll Poesie und dichterischer Kraft und zugleich sind sie überzeugendes, gewinnendes, mitreißendes Bekenntnis zur Sache des Proletariats, zur Sache der Unterdrückten in aller Welt. Immer noch findet man zuweilen den Aberglauben, dass solche Parteinahme dem künstlerischen Gehalt eines Buches abträglich sei. Sie beweist uns das Gegenteil. Und das, was Annemarie Reinhardt hier über Auguste Lazar sagt, das kann man auf jeden Fall auch für sie selbst anwenden. Sie hat von einem klaren Punkt ihrer Überzeugung herausgeschrieben, aber sie hat es auf eine sehr differenzierte, sehr lebendige Art und Weise getan. Und dafür ist eben auch der erste Roman Treibgut, aus dem ich jetzt zwei Auszüge lesen möchte, ein Beispiel dafür. Treibgut handelt von zwei Kindern, zwei vertriebenen Kindern, die also in den letzten Kriegstagen auf sich allein gestellt sind letztlich und sich durchschlagen. Und der ganze Roman wird aus der Perspektive oder mit dem Blick dieser Kinder erzählt, wie gesagt, auf eine sehr psychologisch ganz genaue und tiefgreifende Art und Weise, wie ich finde. Ich lese einen Auszug aus dem ersten Kapitel, um uns ein bisschen hineinzuführen in die Geschichte und dann noch weiter hinten einen Auszug. Seit den Abendstunden des Vortages war ein schwerer, dicht strömender Regen niedergegangen und hatte die Wirrnis und Undurchdringlichkeit dieser Nacht noch gesteigert. Er hatte die Hunderte von Menschen, die unterwegs waren, ihre Tiere und Wagen und ihre mitgeführte Habe durchnässt. Er hatte immer wieder die kleinen, mühsam entzündeten Wagenlaternen verlöscht, sodass die völlige Lichtlosigkeit jeden Schritt unsicher machte und die letzten Funken von Mut und Hoffnung ausdrückte. Er hatte die Wege aufgeweicht und die Straßen glatt und glitschig werden lassen, sodass die Pferde strauchelten, die Autos, die ohne Licht fahren mussten, ins Rutschen kamen. Sein Rauschen hatte zeitweise sogar den Geschützdonner übertönt, der bald näher, bald ferner grollte. Auf der rechten Seite der Straße quoll der Strom der Flüchtenden mit Pferd und Wagen oder Ochsengespannen, mit Handkarren oder zusammengebündelten Lasten auf den Rücken. Soweit man die Straße übersehen konnte, zog sich die Menschenschlange dahin. Unerklärlicherweise stockte zuweilen der Zug, manchmal stundenlang, manchmal kürzer, um sich dann wieder langsam weiter zu quälen. Ein planenbedeckter Wehrmachts-LKW, der offensichtlich eine Panne hatte, bildete, obwohl fast in den Straßengraben gefahren, ein vielbefluchtes Hindernis. Die Lanzer standen trampelnd, frierend, rauchend in Gruppen umher. Ihre übermüdeten Gesichter waren stumpf und gleichgültig. Zwei der Kameraden versuchten, zu reparieren und zu helfen. Bei ihnen stand ein schmaler Junge von 9 oder 10 Jahren und verfolgte gespannt jede Hantierung. »Verfluchte Sauerei! Ohne Ersatzteile ist da nichts zu machen. Wir sitzen fest, und zwar gründlich«, verkündete einer seine Erkenntnis. Der Fall schien hoffnungslos. Der Junge hatte ein verängstigtes Gesicht. »Was machen wir denn da?«, fragte er mit einer Stimme, die ein wenig zitterte. Es war wirklich sehr kalt. Achselzucken war die Antwort. »Versuchen, uns von irgendjemand abschleppen zu lassen«, schlug einer vor. »Wenig Aussicht, wo alle kaum noch Sprit haben«, meinte ein zweiter. »Wie holen wir denn da die anderen wieder ein?«, fragte der Junge ziemlich bänglich. »Welche anderen?« »Die von gestern Abend, die vor uns fuhren. WH36039. Ich habe mir die Nummer gemerkt.« Erneutes Achselzucken. Wenn uns einer mitnimmt und der fährt dann recht schnell, dann kriegen wir sie aber doch.« »Nee, Jungchen, die werden wir wohl nicht wieder zu sehen kriegen. Guck dir doch die Straße an. Überholen ist so schon kaum noch möglich. Mit einem angehängten Laster gleich gar nicht. Außerdem sollen weiter vorne Tiefflieger gewesen sein. Wer weiß, wie es da aussieht.«
Für den Obergefreiten hatte sich die Sache erledigt. Er hatte gestern Abend gar nicht beachtet, wie das junge Ding mit den beiden Kindern während einer Stockung so gebettelt hatte, mitgenommen zu werden. Weil überall wenig Platz war, hatten die Kameraden vorn schließlich das Mädel und sie selber die Kinder in den Wagen genommen. Aber da war der Obergefreite gerade mit einer Kanne unterwegs gewesen, um Wasser zu holen, und jetzt beschäftigten ihn seine eigenen Sorgen. Wie man weiterkommen sollte, so dass er die Angst und die Ratlosigkeit des Jungen kaum bemerkt hätte. Der dachte noch einen Augenblick nach, dann lief er um den Wagen herum und kletterte über die heruntergeklappte Rückwand hinauf. Im Dämmer unter der Plane stand ein Sportwagen und darin lag warm eingepackt ein rundes, kleines Mädel in friedlichem Schlaf. Ein junger Soldat kramte in einer Ecke des Wagens in seinem Rucksack. Der Kleine wandte sich an den Suchenden. »Helfen Sie mir bitte mal, den Wagen herunterheben?« »Moment mal«, der andere kramte mit Gemütsruhe weiter. Der Junge zappelte vor Ungeduld. Schließlich brachte er ängstlich heraus: »Ich habe es sehr eilig.« »Warum denn?« »Ich muss doch das Auto wieder einholen, das gestern Abend vor uns herfuhr. WH36039.« In der Kinderstimme schwang eine derartige Erregung, dass der Soldat aufmerksam wurde und sich nach dem Jungen umdrehte. Dann fiel ihm die Geschichte von gestern Abend wieder ein. »Himmel nochmal, du hast ja deine Mutti auf dem anderen Auto. Ja, Kerlchen, was machen wir denn da?« »Das ist Tante Helga, das ist nicht Mutti. Und wenn ich mit Rosemarie ganz schnell laufe, hole ich die anderen sicher wieder ein. Die fahren ja alle so langsam, und wo ich doch die Nummer weiß.« Es war zu spüren, wie der Kleine sich selbst zu ermutigen suchte. »Nee, mein Junge, das wird wohl alles nichts helfen. Sieh mal, unser Wagen steht doch schon stundenlang hier. Erst hast du ja noch geschlafen. Wer weiß, wo die anderen schon sind. Und in dem Durcheinander, du mit deinem Schwesterchen, du wirst ja glattweg überfahren und totgedrückt.« »Aber...« Auf einmal kamen nun doch die Tränen. »Na komm, nun heul nicht gleich, es wird schon wieder gut werden«, tröstete der große Junge den Kleinen. »Wir wollen mal zusammen überlegen, wie wir euch helfen können. Wie heißt du denn überhaupt?« »Ralf Reimann.« Der Junge unterdrückte tapfer das Weinen. Weichlich war er nie gewesen. Es war ja jemand da, der sich um ihn kümmerte. Er fühlte sich nicht mehr ganz so verlassen. Während der Soldat ihn nach diesem und jenem fragte, gellte von draußen eine Trillerpfeife. Ein Soldat, der ein Blechschild an einer Kette um den Hals trug, war auf einem Motorrad über das Feld gekommen. Er hatte gepfiffen. Ralf hatte ein paar Sätze in scharfem Befehlston gehört, aber nur wenig verstanden. Vom Bau einer Panzersperre war die Rede gewesen. Dann waren alle an den Wagen gelaufen, einer war heraufgeklettert und hatte den anderen ihre Rucksäcke hinuntergereicht. Der junge Soldat, der eben noch so besorgt um Ralf gewesen war, hatte ihm noch zugerufen: »Mach's gut, Jung, ich muss weg.« Und dann waren alle im Laufschritt mit dem Gradfahrer übers Feld davon. Rosemarie weinte. »Du wirst Hunger haben, ich ja auch. Sei nur still, ich finde schon etwas«, tröstete Ralf. Das war leichter gesagt als getan. Ziemlich ratlos sah er sich um. Hier und da war in der Eile ein Bündel auf dem LKW liegen geblieben. Ob er da mal nachsah? Wenn nun die Soldaten wiederkamen und ihn dabei erwischten? Er hätte sie um Brot bitten sollen, ehe sie weggeholt wurden. Daran hatte er nicht gedacht. Sie hätten ihm bestimmt etwas gegeben. Die meisten von ihnen waren sehr freundlich gewesen. Wenn er ihnen nun hinterher sagte, dass er sich etwas genommen hatte? Wer weiß, wann sie kamen, vielleicht erst spät abends. Er merkte, dass ihm vor Hunger ganz flau wurde, und Rosemarie, die mit ihren knapp 2 Jahren noch nicht richtig reden konnte, bettelte in ihrem Kauderwelsch immer wieder um Essen. Bis abends hielten sie das nicht aus. Vielleicht kamen die Soldaten auch am Abend nicht, vielleicht kamen sie gar nicht wieder. Was sollte er überhaupt tun? Einfach hier warten, ohne zu wissen, worauf? Nein, er wollte doch lieber versuchen, das Auto mit Tante Helga einzuholen. WH36039, sagte er vor sich hin, dass er nur die Nummer nicht vergaß. Thank you.
Die Kinder versuchen sich alleine durchzuschlagen. Sie ziehen eine ganze Weile tatsächlich wirklich alleine durch die Gegend. Der Junge lernt, dass er, wenn er sehr dramatische Geschichten erzählt und seine kleine Schwester im Wagen dazu hat, dass dann die Bauern in den Höfen oft geneigt sind, ihm etwas zu essen zu geben oder ihm Unterkunft zu gewähren. Und schließlich werden sie aber doch aufgegriffen und einer Pflegefamilie zugeteilt, das heißt einem Ehepaar, die aber nur ein Interesse daran haben, das Geld einzustreichen und die Kinder eigentlich eher misshandeln, als sich um sie zu kümmern. Und daraufhin flieht Ralf mit seiner kleinen Schwester und schlägt sich wiederum alleine durch. Dann trifft er irgendwo im Ländlichen auf einen Mann, der ihn mitnimmt in die Trümmerstadt Dresden, weil er zu einer Bande gehört. Und dieser Mann, Werner, der hat das Gefühl, der Junge kann nützlich sein für die Bande, die also stiehlt und mit Schwarzgütern handelt und so weiter. Und Ralf hofft, mit seiner kleinen Schwester hier irgendwie eine Art Zuhause zu finden. Es war bereits dunkel, als sie an einem Bahnhof am Stadtrand ausstiegen. Sie fuhren ziemlich weit mit der Straßenbahn, in der das gleiche Gedränge herrschte wie im Zuge. Als sie sich endlich an einer Haltestelle hinausgezwängt hatten und nun der davonrumpelnden Bahn nachblickten, hatte Ralf keine Ahnung, wo er sich befand. Außer ihnen hatte hier niemand die Bahn verlassen. Kein Mensch war zu sehen, kein Schritt zu hören. Ohne dass die Trümmer ringsum in der mondlosen Nacht recht sichtbar waren, drängte sich ihr Vorhandensein beklemmend ins Bewusstsein. Es ging kreuz und quer. Nach kurzer Zeit hätte sich Ralf nicht einmal mehr zur Straßenbahnhaltestelle zurückgefunden. Rosemarie war in ihrem Wagen eingeschlummert. Der Weg wurde immer beschwerlicher, als sie die notdürftig freigemachten Hauptstraßen verließen und in nicht geräumte Nebenstraßen einbogen. Gesteinsbrocken und Schutthaufen hinderten immer wieder das Vorwärtskommen. Ralf kämpfte mit aller Gewalt gegen die würgende Angst an, die ihn mehr und mehr erfüllte. Nach einiger Zeit blieb Werner stehen und pfiff laut und deutlich. Aus irgendwelchen verborgenen Tiefen tönte der Pfiff gedämpft zurück. Werner nickte befriedigend und setzte sich in Bewegung. »Du musst deine Schwester jetzt aus dem Wagen herausnehmen«, ordnete er an. »Ich steige hier in das Kellerfenster, du gibst mir erst den Wagen, dann die Kleine und dann kommst du selber nach.« Katzengewandt verschwand er in der dunklen Öffnung. Ralf tat, wie ihm geheißen. Die Luft im Keller roch ekelerregend. Gut, dass Rosemarie ganz benommen war vor Müdigkeit. Werner entzündete ein Streichholz. Sie krochen durch mehrere Kellerräume. Im letzten wurde der Wagen versteckt. »Den holen wir später«, sagte Werner. Eine klitschige Treppe musste erklommen werden, dann standen sie wieder im Freien. Vor ihnen lag ein Schutthaufen und als sie über ihn hinwegkletterten, rutschten Ralfs Füße immer wieder ab. Er zitterte vor Übermüdung und Angst und wusste nicht, ob er die gegenwärtige, unheimliche Umgebung mehr fürchtete als die nächsten Minuten, in denen sich, wie er meinte, seine und Rosemaries Zukunft entscheiden würde. Werner stieß eine Tür auf, Tabakqualm schlug ihnen entgegen. Sie betraten einen niedrigen Raum. Zwei Männer, die in einer Ecke an einem eisernen Ofen hockten, wandten sich ihnen sprachlos vor Staunen zu. »Nahmt«, grüßte Werner. Er nahm den Rucksack ab und legte ihn auf den Boden. Er war doch etwas verlegen, wie er die Kinder nun einführen sollte. Die standen Hand in Hand, nicht weit von der Tür, und zogen ängstliche Gesichter. »Mensch, was bringst denn du für einen Kindergarten mit? Du bist wohl ganz verrückt geworden«, brummte der eine der Männer endlich, die Pfeife zwischen den Zähnen haltend. Er war zu verblüfft, um laut zu poltern. Sein dickes, rotes Gesicht war von Bartstoppeln überwuchert bis zu den hellen, scharfen Augen. Die Ohren standen weit von dem mächtigen, kahlen Schädel ab, der sich zwischen breite Schultern duckte. »Gar nicht verrückt, Chef«, antwortete Werner. »Ich habe den Jungen aufgelesen, der uns schon lange gefehlt hat. Jetzt bin ich frei fürs Geschäft und da kann es ganz anders losgehen als bisher.« Der Kahlköpfige war also der Chef. Er sah eigentlich ganz gutmütig aus, fand Ralf. Gespannt horchte er weiter. »Was denn? Du bildest dir doch nicht etwa ein, dass wir die zwei kleinen Kröten behalten sollen?
damit uns denen ihre ganze Verwandtschaft auf den Hals kommt, hä? Damit sie uns bei der Polente verklingeln, hä? Bist wohl nicht ganz bei Trost? Es klang noch immer nicht richtig wütend, so maßlos überrascht war der Mann. Verwandtschaft haben die keine, kein Menschen. Und der Junge hält dicht, ich habe ihm auf den Zahn gefühlt. Feige ist er auch nicht, der hält was aus. Und dumm ist er schon gar nicht. Auf den kann man sich verlassen, wirst mir noch dankbar sein, Chef. Rotznase, Eingebildete! Jetzt hatte die Stimme des Alten einen gefährlichen Klang. Hilfesuchend blickte Ralf auf den zweiten der Männer. Obwohl der so unheimlich aussah, konnte Blick... Nochmal. Jetzt hatte die Stimme des Alten einen gefährlichen Klang. Hilfesuchend blickte Ralf auf den zweiten der Männer. Obwohl der so unheimlich aussah, konnte Ralf den Blick nicht wieder von ihm abwenden, während die beiden anderen weiter debattierten. Der Mann hockte zusammengesunken auf seinem Schemel, musste aber sehr groß sein. Er sah schmal und graublass aus. Seine starken, dunklen Brauen waren über der Nasenwurzel zusammengewachsen und überschatteten die tief liegenden Augen. Das dichte, dunkle Haar steigerte den finsteren Eindruck, den das faltige, verbissene Gesicht erweckte. Die eine Hand hielt ein seltsam schwarz-buntes Bündel umklammert, in der anderen hielt der Mann, seit die Kinder im Raum waren, seine Pfeife und seine Augen waren unverwandt auf die Eindringlinge gerichtet. Endlich gelang es Ralf, seine Augen aus denen des Schwarzen zu lösen. Die Furcht jagte ihm einen Schauer über den Rücken. »Wenn ich mal sowas hingesagt habe«, hörte er den Alten eben poltern, »dann ist das doch nicht gleich wörtlich zu nehmen. Ich habe überhaupt an einen 13-, 14-Jährigen gedacht. Der hier ist ja ein halbes Wickelkind, der kriegt doch die Hosen voll beim ersten Mal und geht stiften.« »Bestimmt nicht«, verteidigte Werner seinen Schützling. »Er hat mir allerhand erzählt, was er so erlebt hat. Angst hat der sich abgewöhnt.« »Ach, Bären wird er dir aufgebunden haben. Eine schöne Sauerei hast du da angerichtet. Behalten ist ausgeschlossen, und wenn wir sie rauswerfen, können sie uns bei der Polente verklingeln.« »Kommt ja gar nicht in Frage«, brachte Ralf auf einmal hervor. So unheimlich alles war, so fiel ihm auf einmal ein, dass Werner gesagt hatte, sie würden sofort geschnappt, wenn sie sich irgendwo blicken ließen. Die Angst vor der Rache des Ehepaars Wendt überwog sogar die Furcht vor dem Schwarzen, wie er den Mann bei sich nannte. »Die suchen uns ja selber, da gehe ich bestimmt nicht hin.« »Die suchen euch selber?« »Weil wir ausgerückt sind bei Leuten, die uns in Pflege hatten. Meine kleine Schwester hatte sich so verbrüht und da haben sie uns beide verdroschen und ohne Essen in den Hühnerstall gesperrt. Aber wir sind doch raus und haben uns auch zu essen mitgenommen und Öl und Tücher zum Verbinden und Wäsche zum Tauschen. Man hat doch Erfahrung. Wenn sie uns hier behalten, gebe ich alle Wäsche ins Geschäft. Es ist ein ganzer Rucksack voll und alles wie neu.« Der Schwarze stand langsam auf und ging auf die Kinder zu. Er beugte sich nieder und sah besonders Rosemarie unter halbgeschlossenen Lidern durchdringend an. Dabei erkannte Ralf, dass das seltsame Stoffbündel in seiner Hand eine halbverkohlte Stoffpuppe war, wie sie kleine Mädchen zum Spielen haben. Mit einem Ruck wandte sich der Mann dem Chef zu. »Behalt sie, Karl«, sagte er mit heiserer Stimme. Es klang fast befehlend. Der Alte kratzte sich den Kahlkopf. Ich weiß nicht, murrte er kopfschüttelnd. Wenn's doch der Junge alleine wäre, meinetwegen, aber die Kleine, was sollen wir denn mit der, wie die uns durch Unverstand schaden kann? Die Kleine bleibt hier, bestimmte der Schwarze grimmig, ehe Ralf mit einer leidenschaftlichen Verteidigung des Schwesterchens zu Wort kam. Spiel dich bloß nicht auf, Melzer, das sage ich dir, begehrte der Alte auf. Was verstehst du von Kindern? Das will ich dir sagen, gab der Schwarze erregt zurück. Dort nebenan, wo wir gewohnt haben, da haben mal drei gespielt. Das Kleinste war ein Mädel, die Bärbel. Alle drei waren blond wie meine Frau, aber es waren meine Kinder, Mensch. Das Jüngste hatte ich noch gar nicht gesehen. Wer weiß, wie elend sie umgekommen sind. Das da, und er warf die verkohlte Puppe dem anderen vor die Füße. Das war alles, was ich im Keller gefunden habe. Das ist alles, was ich davon weiß. Ich sage dir, die Kinder bleiben hier. Der Schwarze hatte sich wieder auf seinen Schemel gehockt und den Kopf in die Fäuste gestützt. Umständlich setzte der Alte seine Pfeife in Brand. Werner machte sich an seinem Rucksack zu schaffen.
Rosemarie verlangte, auf den Arm genommen zu werden, und Ralf hob sie auf. »Zeig mal, was du hast«, befahl der Chef, Werner. »Wie war's überhaupt? Warum kommst du so spät?« Der Alte verteilte schließlich Brot und Wurst, und ganz selbstverständlich erhielten die Kinder davon. Ralf atmete auf. Es schien, als ob der Chef keine Einwendungen mehr gegen ihr Dableiben habe. Auch Werner nickte ihm beruhigend zu. Welch ein Glück, dass Rosemarie so brav gewesen war. Wäre sie recht weinerlich oder laut gewesen, wer weiß. Es wurde eine schweigsame Mahlzeit. Später lagen sie auf der Matratze. »Na, das hat also geklappt«, sagte Werner befriedigt. Ralf zitterte am ganzen Körper vor Frost, Ermüdung und Überanstrengung. Es war ihm doch recht beklommen zumute. Die Öllampe flackerte in der qualmigen, verbrauchten Luft. »Wenn die ausgeht, bekomme ich Angst«, dachte Ralf. »Dann fürchte ich mich.« Und ihm graute vor der Furcht. Aber ehe die Lampe verlosch, war er doch schon, Rosemarie im Arm haltend, eingeschlafen.